Frau Präsidentin, Konzerne sollten wie bei Banken und im Rohstoffsektor Land für Land öffentlich über Gewinne und bezahlte Steuern berichten. Bei Apple waren es 2014 0,005%, 50 Euro für jede Million Gewinn. Daher geht es hier nicht um einen Wettbewerbsnachteil. Es geht darum, endlich für faire Bedingungen für den Mittelstand oder die Menschen dort oben, die hart arbeiten, für jeden Euro und Cent zu sorgen. Der Schwellenwert von 750 Millionen Euro Umsatz nimmt laut OECD jedoch 85% der Konzerne aus. Die Ausnahme für kommerziell sensible Informationen ist dehnbar wie Kaugummi, ist zeitlich unbefristet und auch eine rückwirkende Offenlegung bei Verlagerung des Unternehmenssitzes ist nicht mehr vorgesehen. Wir müssen die weltweite Offenlegung beibehalten, weil wir sonst hinter Länder wie Vietnam zurückfallen. Meine Fraktion wird sich daher nicht daran beteiligen, einem Entwurf die Zustimmung zu erteilen, der den Kniefall vor Apple, Google und Co. macht und mit dieser Ausnahmeregelung neue Steuertricks ermöglicht. Vielen Dank.